Guten Morgen, heute ist Freitag, der 4.10.2019 und ja, ich bin gerade beim Verlassen der Ortschaft Saugories. Synerg. Ja, und ja, es geht mir gut, ich habe gut geschlafen, ich habe keine Schmerzen gehabt, habe auch jetzt keine Schmerzen, also der Fuß scheint ja ausgeruht und ich gehe halt weiter. Ja, ich weiß noch nicht, wie weit. Ich habe 7 Kilometer bis nach Kong und danach sind es, glaube ich, noch insgesamt 16 bis zu einer ja, kleineren Siedlung oder 28 noch weiter. Ja, ich entscheide spontan. Könnt. Wunderschönes Wetter, es regnet, wobei die Chancen lagen bei 7 oder 8% laut Wettervorhersage und ja, es regnet schon eine Stunde und ja, sehr schön. Ja, jetzt habe ich noch ein paar Kilometer bis nach Conquest, Kong. Bravo. Und ja, jetzt geht's bergab. Wo ich mich überall durchzwängen muss. Ein reines Minenfeld. Ich habe es nach Conquest geschafft. Kunk. Ja, man sagt, das ist eines der schönsten Dörfer Frankreichs. Ist wirklich schön. Heiße Schokolade. Sowas habe ich nicht getrunken. Ja, 17 Jahre, glaube ich, oder so. Ich habe mir einen Stock gekauft oder ein Stöckchen. Ja, 12 Euro hat der kostet und normalerweise habe ich halt irgendwelche ja, am Rand vom Weg gefunden und ja. Oh, merci. Ja. Bonjour. Joli. Joli, ah, oh, grande. You stay here? Termine. Termine? Aha. Ja, wo bin ich stehen geblieben? Ich habe jetzt, glaube ich, noch 7-8 Kilometer bis zu einer Ortschaft. Dort gibt es, glaube ich, auch ein Restaurant, da kann ich was essen. Ich brauche da ungefähr, keine Ahnung, 1 bis 2 Stunden. Es ist gerade Mittag und ja, so gegen 2 könnte ich es schaffen. Und
Ja, dann schaue ich halt weiter. Die nächste Möglichkeit danach ist, glaube ich, 12 Kilometer. Es ist eine größere Stadt schon, glaube ich. Und ja, je nachdem, wie es mir geht. Wie gesagt, heute geht's gut. Der Fuß tut nicht weh, pumpt auch nicht. Also, aber ich denke mal, ich muss es auch nicht wieder gleich übertreiben, weil das wären dann, wenn ich so weit gehe, 30 Kilometer. Was jetzt auch nicht ja eine Mega-Strecke ist, aber ja, keine Ahnung. Also ich werde spontan entscheiden, wenn ich dort bin und ja, mal gucken. Milena hat sich vorhin gemeldet. Ich habe mich echt gewundert, weil ich die letzten Tage oder gestern keine Spuren von der Stute gefunden, gesehen habe. Und ich habe sie anscheinend überholt. Sie ist jetzt eine Ortschaft hinter mir. Und ja, jetzt hat sich die Situation geändert. Jetzt jagt sie mich sozusagen. Nur wegen diesem Aufstieg haben sich die 12 Euro für den Stock schon bewährt. Alter Schwede, von dort drüben bin ich gerade gekommen. Es ging dann mehr oder weniger steil runter und noch steiler bergauf. Hier den ganzen Weg rauf bis zur Kapelle. Aber ja. Ich will nicht klagen, es geht mir gut und ja, es scheint hier noch nicht das Ende zu sein. Also ich muss noch weiter rauf. Schöne Kapelle. Eine Glocke. Ja, damit sie wissen, dass ich da bin. Ich habe es jetzt in diese Gîte Communale geschafft. Das ist so eine öffentliche Herberge. Und ja, hier hat man halt alles, was man braucht. Zuerst war ich in diesem Restaurant slash ja, Supermarkt und habe halt für, ja, für die Übernachtung bezahlt. 12,60 Euro. Ja, dort habe ich auch Andreas getroffen. Das ist ein Deutscher. Der ist ungefähr in meinem Alter. Aber ich glaube, er läuft schon 5 Jahre oder so. Ich habe von ihm schon viel gehört und er war gerade in Santiago und ist jetzt wieder zurück und geht jetzt diesen Via Podiensis bis nach Saint-Jean. Und ja, ganz ein interessanter Typ. Und ja, er macht sein Ding. Ja. Aber ich zeige euch ein bisschen die Gîte. Ja, man kommt rein. Hier kann man ja, Sachen trocknen. So ein Gemeinschaftsraum mit Kamin. Hier ist die Küche mit ja, Ceranplatte, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Kühlschrank. Der ist leer, wobei ich habe zwei Bier gekauft, zwei kleine Bier. Und ja, ich habe auch irgendwelche Bohnen gekauft und Suppe, weil das Restaurant hat zu, die Küche hat geschlossen. Und ja, dann geht es auch rauf auf den ersten Stock.
Das ist mein Zimmer oder mein Bett. Also ein Zimmer mit 4 Betten. Ich habe das untere genommen, klassisch. Dann es gibt, glaube ich, 4 Zimmer mit 4 Betten. Hier ist dann ja, die Toilette, dann ja, Dusche und ja, alles recht sauber und ich fühle mich eigentlich super gut. Also, aber ich wollte jetzt irgendwie die letzten 12 Kilometer nicht gehen und habe jetzt entschieden, halt einen kurzen Tag zu machen und hier zu bleiben. Weil es war doch recht anstrengend, die Höhenmeter, also von Konk runter und dann wieder rauf über den Berg und ja, ja, wie gesagt, ich habe keinen Stress und ja, aber es war ein guter Tag und jetzt gehe ich dann mir was zu essen machen. Was da ein schlecht war, da auch so komische Eierfritze gestern, irgendwie war ich heute Morgen angeschlagen. Wer hätte das gedacht heute früh?